Und zurück zu einer neuen Folge Ghost of Tsushima. So, in der letzten Folge haben wir probiert, dass wir die Stadt Arikawa irgendwie retten können, aber der Häuptling da, der will es nicht. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie schauen, dass wir den irgendwie anders dazu bringen, dass der uns unterstützt. Gut, die Geschichte geht hier weiter mit der Feigling von Arikawa. Da schauen wir doch jetzt mal hin, wie es weitergeht. Und wenn es euch dann gefällt, Leute, lasst mir ruhig ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Alles gern gesehen. Okay, dann schauen wir doch mal, ob wir da Wir irgendwie sehen uns in hinkommen. Altjarikara, Jim. Aber wir können mal schauen, ob wir irgendwas rüstungstechnisch irgendwas machen können. Nee, können wir nicht machen. Danke. Können wir irgendwie rausporten? Ja, wir können hier porten. Dann brauchen wir sich an den ganzen Wachen vorbeigehen. Fallensteller, was hat denn der? Ich bearbeite Metall, Holz und Stoff. Ein Kunai. Damals schon das Maximale. Das andere lassen wir. Mögen eure Jagd Aber wir erfolgreich sein. Können wir Ich hier hoffe, ich verkaufen? habe, was ihr sucht. Verkaufen, ja. Bambus könnten wir verkaufen. Verkaufen wir mal 100. Sehr gute Qualität. Wirklich sehr nützlich. Gibt's Vorräte? Ja, Bambus kriegen wir eh immer so viel. Ausgezeichneter Zustand. Na, Bambus haben wir eh immer im Überfluss. Konnte eh schon nichts mehr aufnehmen, weil mein Inventar komplett vollgerammelt war. Jonah, Thema. Was macht er denn hier? Er sollte nicht herkommen. Ich wollte helfen, Fürst Sakai. Aber in Arikawa wäre ich nutzlos. Lieber nutzlos als tot. Wir suchen vermisste Soldaten. Damit kennt ihr euch nicht aus. Ich kann's lernen. Und werde euch nicht im Weg sein. Gut. Seid vorsichtig. Und hört auf eure Schwester. Ja, mein Herr. Eine Spur von den Schützen? Sie wurden in der Gegend gesehen, doch nicht von uns. Sehen wir uns um. Der Feigling von Arikawa. Und braucht unbedingt Zugang zu der Festung. Wir waren's nicht. Pfeilwunden. Wo sind die Pfeile? Rausgezogen, zum Wiederverwenden. War wohl ein guter Schütze. Spuren. 3, 4 Mann. Seht ihr, wohin sie gingen? Finden wir es raus. Früher fingen wir hier draußen Grillen. Mindestens einmal pro Woche. Dann bauten wir ihnen kleine Bambuskäfige. Weißt du noch, warum wir hier waren, um Grillen zu fangen? Nein. Um dich von Mutter wegzubekommen. Wenn sie wütend war und jemand die Schuld geben wollte, die Grillen beschäftigen. Spuren führen zu diesem Haus. Wohnte hier nicht ein Samurai?
Er gewann doch gegen diesen fahrenden Sumo-Ringer. Taka! Tut mir leid. Du musst vorsichtiger sein. Meine Güte. Wir sollten im Haus nachsehen. Ich suche hier draußen. Gosamatten. Sie haben hier geschlafen. Zumindest hat der Bär sie nicht erwischt. Der Bär hat ihnen fast alles weggefressen. Vielleicht lebe ich deshalb noch. Er hat keinen Hunger mehr gehabt. Pfeilspitzen, Bogensehen, Fell für Klebstoff. Die Schützen waren wohl hier. Jin, Taka, ich habe etwas. Das Feuerholz ist noch warm. Die Schützen haben im Haus übernachtet. Sie können nicht weit sein. Suche in der Nähe des Lagerfeuers. Ah, hier. Sie haben den Mongolen die Sprengfässer gestohlen. Ich mag diese Schützen. Hier scheint noch was zu sein. Hier sind Spuren. Da sind sie. Eilen den Hügel hoch zu diesem Felsgrat. Sie verstecken sich nicht grundlos. Haltet den Kopf unten und seid leise. Okay. Gucken wir mal, was die vorhaben, die Kameraden. Ein Samurai! Lebendig! Kommt hierher! Ja, Mensch! Ihr müsst die Schützen aus Yarikawa sein. Was von ihnen übrig ist. Wir wollten ein Mongolenlager plündern und wurden erwischt. Wir entkamen nur knapp. Was ist mit den anderen? Gefangen. Wir verfolgten sie hierher. Wir helfen bei der Befreiung. Ihr seht mir nicht nach Anfängern aus. Ich bin dein... Hallo? Pro-Mage. Pro. Na, solange ihr kein Shimura seid. Sehen wir uns mal das Lager an. Gefangenenkarawane. Die Mongolen sind bereit zum Aufbruch. Sie wollen zur Garnison am anderen Ende von Alt-Yarikawa. Wir müssen jetzt zuschlagen, bevor sie aufbrechen. Da, eure Schützen. Sie sind wohl auf. Je früher wir sie befreien, desto besser. Nur nichts überstürzen. Wir wissen, wo sie hinwollen. Wir können sie in einen Hinterhalt locken. Kein gutes Gelände für einen Hinterhalt. Was ist mit Alt-Yarikawa? Dächer zu beiden Straßenseiten. Wir können den geklauten Sprengstoff benutzen. Den habt ihr entdeckt, hm? Gefällt mir, wie ihr denkt. Gut. Los, kommen wir den Mongolen zuvor. Okay, was sollen wir jetzt machen? Die Mongolen ziehen hier entlang. Taka, geh in eins der Häuser. Nein, ich bleibe hier draußen. Ich kann auch kämpfen. Jin, sag's ihm. Taka kann selbst entscheiden. Dann passt du auch auf ihn auf. Habt ihr Angst? Nein. Nicht wirklich. Ein bisschen. Yuna hat niemals Angst. Ihr wahrscheinlich auch nicht. Auch wenn es nicht so aussieht. Wir alle haben manchmal Angst. Sogar Yuna. Sogar ihr? Ja. Als die Mongolen meinen Onkel gefangen nahmen, hatte ich Angst, den letzten Teil meiner Familie zu verlieren. So geht es eurer Schwester mit euch. Ohne sie wäre ich tot. Ich auch. Sprich mit Taka. Da sind sie. Ich schieße auf die Fässer, wenn sie ganz nah sind. Löse den Hinterhalt zum richtigen Zeitpunkt aus. Ich bin nicht bereit. Ihr schafft das, Taka. Nehmt eure Angst und nutzt sie. Ja, mein Herr. Jetzt, mein Herr? Noch nicht. Jetzt sind sie nah genug, oder? Nein.
Gnade! Du willst kämpfen! Kämpfen wir! Vernichtet sie! Er darf nicht entkommen. Yo, baby. Okay, ging doch. Gute Arbeit, Akuku. Bringt eure Männer zurück zur Yarikawa-Festung. Ja, sofort. Ich weiß, ihr seid in Sakai. Doch ihr sagtet nicht, dass ihr der Geist seid. Helft ihr uns, die Belagerung zu beenden? Wenn Uchimasa das erlaubt? Dafür werde ich sorgen. Die Geschichten stimmen also. Ich schaut doch gut aus. Der so kämpft wie ihr. Taka, geh mit Daikoku. Ich will mit Jin reden. Wir sehen uns zu Hause. Wir haben es geschafft. Taka hätte sterben können, Jin. Ich sah ihn fallen. Ihm geht's gut. Er hat alles gut gemeistert. Ich hab gerade aufgepasst auf Jin. Er hätte nicht kämpfen dürfen. Yuna. Ich weiß, du willst ihn beschützen. Aber du bremst ihn aus. Taka ist kein Kämpfer. Er könnte einer werden. Du kennst meinen Bruder nicht so gut wie ich. Du kannst ihn aber nicht immer in Schutz nehmen. Ich weiß, was das Beste für Taka ist. Du sorg dich um deine Familie. Okay. Ein bisschen pisst. Ich muss jetzt zurück. Wir müssen die Belagerung zerschlagen. Wir sehen uns dort. Ein bisschen angepisst. Okay. Der Feigling von Yarikawa. Okay, was erzählt sie hier? Habt ihr die Füchse gesehen, Herr? Ich meditierte, da setzte sich eine junge Füchsin vor mich. Füchse sind weise. Sie muss eure Güte gespürt haben. Als ich sie ansprach, stand sie auf und wartete, bis ich folgte. Die Füchsin führte mich zu einem Schrein. Ich dankte Inari für die wunderschöne Erfahrung. Die Kami bringen uns selbst in finsteren Zeiten Licht. Okay. Fürst Sakai! Wie geht's den neuen Rekruten, Daikoku? Sie sind zuversichtlicher. Sie wissen, dass der Geist bei uns ist. Gehen wir mal auf die Karte schauen, was ich jetzt hier machen muss. Geht's weiter? Fürst Sakai, ihr seid zurück.
Taka, dank eurer Mühen hat Yarikawa jetzt eine Chance. Ihr könnt stolz sein. Bin ich, mein Herr. Doch die Mongolen da draußen werden unruhig. Wir haben ihnen Yarikawas Stärke gezeigt. Jetzt wollen sie Rache. Greifen sie heute Nacht an? Unwahrscheinlich. Sie bescheren uns eine schlaflose Nacht und greifen morgen an, wenn wir erschöpft sind. Ruht euch so lange aus. Okay, wird jetzt schauen, irgendwie, dass er den komischen Typen dort überzeugen. Oder ist er schon überzeugt worden? Ich weiß es nicht. Fast hätte ich es vergessen. Yuna ist drinnen. Ihr sollt sie dort treffen. Danke, okay. Taka. Warte mal, gibt's hier oben? Gibt's Geschenke? Fürst Sakai. Ja, was? Die Vorbereitungen für die Verteidigung laufen gut. Daikoku sagt, das verdanken wir dem Geist. Danke. Aber das ändert meine Meinung über euren Onkel nicht. Das ist doch nicht mein Ziel. Die Samurai wurden ausgelöscht. Wir brauchen euch. Ihr braucht Bauernopfer für die Mongolen. Yarikawas Leute sind bekannt für Mut und Geschick. Das brauchen wir mehr als alles andere. Ich denke darüber nach. Okay. Sollen die Yuna treffen? Oben auf dem Gebäude. Mal schauen, ob es irgendwo eine Leiter gibt. Ah, da. Auch wach. Sie töteten die Samurai. Was sollen da die Bauern ausrichten? Versuchen wir es. Ich bin auch noch da, Mage. Ich glaube, du brauchst das mehr als ich. Ja, Sake. Ist auch so ein komischer Reisschnaps oder sowas. Kenji hatte den Rest des Tages nur eine Sandale an. Das schmeckt scheußlich. Meine Mutter liebte ihn. Sie trank ihn wie Wasser. Und wurde wütend, wenn er alle war. Schrie uns an. Wo ist mein Tee? Klingt nach einer strengen Frau. Sie brach Takas Arm, als er 6 war. Ich brachte ihn weg. Wir rannten so weit fort, wie wir nur konnten. Man fand sie einen Monat später. Sie lag auf der Straße. Es war tapfer, Taka zu beschützen. Manchmal kann man nur alles Bekannte hinter sich lassen.
Yuna! Tim, es geht los! Besoffen doch, Bitch! Besoffen, Bitch! Was auch passiert, wir weichen nicht zurück. Ja, ich sowieso nicht. Jin, Yuna, die Mongolen! Gehen wir! Wie nah? Sie sind am Haupttor, wenn sie es durchbrechen. Wir halten sie auf. Da ist er! Der Geist! Der Geist! Rettet uns! Tucker, versammelt alle, die nicht kämpfen können und bringt sie zur Burg! Hier gehört! Sucht in der Burg Zuflucht! Schnell! Sie sind an den Toren! Sie greifen an! Sie durchbrechen das Tor! Position halten! Jeder Mongole, der einen Fuß hier reinsetzt, wird sterben! Lasst sie nicht vorbei! Bogenschützen, streckt sie nieder! Für Yarikawa! Für den Geist! Okay, Pisst euch, Mädchen. Sie fallen zurück. Wir haben sie kaum getroffen. Was haben sie vor? Uns rauslocken? Nein. Wehrt sie ab, solange ihr könnt. Dann verschanzt euch im Burgfried. Ich erledige die Belagerungswaffen. Ich sollte mitkommen. Nein, Taka braucht dich. Okay. Ich muss durch die Linie der Mongolen. Lagerungswaffen zerstören. Okay.
Bam! So, jetzt vernichten. Eine geschafft. Sie haben die Mauern durchbrochen. Aber wir können sie noch vertreiben. Zurück in die Festung zu gelangen, wird schwer. Verdammt, das ist der General. Temurin, der Mann sei ja am Burgfried. Okay, dann schauen wir mal, ob wir jetzt reingehen können. Hier vorne wäre auch noch einer, gell? So, probieren wir es mal. Temurin, stellt euch! Der Geist! Khotun wird mich für euren Kopf belohnen. Ich bin Jin Sakai und ich habe Männer wie euch überall auf unserer Insel getötet. Euer Blut wird die Insel tränken! Vorsicht, Temurin. Tod nützt euch Khotuns Belohnung nicht viel. Ein Glückstreffer! Nochmal schafft ihr das nicht! Verlasst Tsushima jetzt! Dann zeige ich vielleicht Gnade. Yarikawa wird brennen! Ah!
Oh, wow, wow. Okay. Penner. Weil ich auch keine Ding mehr hab. Ich bin Jin Sakai. Und ich habe Männer wie euch überall auf unserer Insel getötet. Euer Blut wird die Insel tränken. Vorsicht, Timogee. Tod nützt euch Kotos Belohnung nicht viel. Ein Glückstreffer. Nochmal schafft ihr das nicht. Männer in vielen Ländern getötet, Timogee. Aber hier sterbt ihr. Geist Cybersack! Ah, das ist scheiße, wenn du da einfach keine Entschlossenheit mehr hast. Du musst mir ausweichen. Ich bin Jin Sakai. Und ich habe Männer wie euch überall auf unserer Insel getötet. Euer Blut wird die Insel tränken. Vorsicht, Timogee. Tod nützt euch Kotons Belohnung nicht viel. Ein Glückstreffer. Nochmal schafft ihr das nicht. Verlasst Tsushima jetzt. Dann zeige ich vielleicht Gnade. Yarikawa wird brennen. Männer in vielen Ländern getötet, Timogee. Aber hier sterbt ihr. Geist Cybersack! Geist! Ausreichen geht schon. Bam! Durch Niedermetzeln von Anführern erlangst du die Geistkampfhaltung. Okay. Eindringlinge, seht euch euren General an. Flieht! Sonst ist dies euer Schicksal. Bürger von Yarikawa, jagt jeden Mongol bis zum Letzten. Vertont niemanden! Für Yarikawa! Für Yarikawa! Jagt sie weiter! Keine Gnade! Tötet sie alle! Töte Gegner ohne Schaden zu nehmen, um die Geistkampfhaltung zu ermöglichen. Okay. Meld sie nieder! Holt euch ihre Köpfe! Für den Geist! Alle Mann zum Tor! Vorstoß! Für den Geist! Der Geist! Trägt sie zurück! Trägt sie nieder! Für den Geist! Der Geist! Lauf, Feuerklinge! Boah, geil. Yuna.
Oh, bitte. Dass jetzt stirbt. Eure Stadt ist gerettet. Jetzt helfen wir Fürst Shimura, unsere Insel zu retten. Wir sind keine Soldaten. Wer tötete diese Mongolen? Wer trotzte ihrer Belagerung? Wer rettete Yarikawa? Wir. Ihr könnt nicht einfach hier warten, bis die Mongolen es erneut versuchen. Ihr sagt, ihr seid keine Soldaten. Doch ihr seid Krieger. Wir können die Invasoren besiegen und unsere Heimat retten. Doch nur, wenn wir zusammenstehen. Der Geist von Yarikawa. Sehr schön. Burg Shimura. Euer Freund besiegte einen meiner besten Generäle. Meine Männer halten ihn langsam für unbesiegbar, beweist ihnen das Gegenteil. Die Belohnung für Jens Kopf ist mir egal. Macht ihr euch denn nichts mehr aus euren treuen Strohhüten? Jin ist der beste Schwertkämpfer der Insel. Meine Männer können ihn nicht töten. Es gibt viele Wege, einen Feind auszuschalten. Findet einen anderen. Und wenn wir ihn gar nicht töten müssten. Okay, irgendwas haben die vor. So, dann schauen wir doch mal, ob wir unser Schwert vielleicht schon ein bisschen... Geistkampfhaltung. Um die Geistkampfhaltung einzunehmen, musst du entweder Mongolenanführer aus der Tarnung heraus niedermetzeln oder genug Gegner töten, ohne Schaden zu nehmen. Okay. Sind eure Klingen noch in Ordnung? Es ist entschieden. Yarikawa wird für uns kämpfen. Doch habe ich noch Pflichten, bevor wir Fürst Shimuras Burg zurückholen. Okay, das machen wir auf jeden Fall hier. Es wird euch gefallen. Verzeiht. Haben wir bloß noch. Ihr habt nicht das, was wir für die Arbeit benötigen. Der Fallensteller. Gut, Leute, damit würde ich jetzt aber sagen, machen wir auch dann Schluss. Und na, schauen wir natürlich in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder dabei seid und wenn ihr wieder einschaltet. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir ruhig ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Leute, Support ist kein Mord und ich freue mich natürlich über jede Hilfe. So, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Reingehauen. Euer Andi.